Ein immer häufigeres Wort, nicht Mörderin, aber Tendenz steigend, ist das Wort Shitstorm. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, man könnte auch formulieren, heftige Empörung. Was passiert da? Dem Mäntelchen der Demokratie können alle alles sagen. Was ist egal? Hauptsache raus damit. Das kann dann auch ohne Relevanz sein, unwahr, unsinnig, unreflektiert, verletzend, beleidigend und das gerne auch anonym. Und die Chance, sich in der digitalen Welt, vor der digitalen Welt zu schützen, eigentlich bei Null. Was also tun? Ich persönlich habe eine sehr differenzierte Bewertung des Phänomens vorgenommen und kann da als Conclusio nur konstatieren, einfach mal die Fresse halten. Es kann einen ja ziemlich durchrühren, so ein Shitstorm im Netz. Amazon kennt das, die Telekom auch. Brüderle, ja. Und Markus Lanz hat jetzt auch einen Shitstorm am Hals. Lanz habe die Politikerin der Linken Wagenknecht ungehörig unterbrochen, hieß es später im Netz. Wie läuft es im neuen Bundestag? Euro, ja oder nein? Lassen Sie mal die Reichen weg. Zum Beispiel in diesem Ausschuss. Was verdient man da? Das ZDF bat um Entschuldigung für das Interview, doch das hielt den Erfolg einer Online-Petition nicht auf. Bis heute haben über 200.000 Menschen gegen Lanz unterschrieben. Warum? Weil es leicht ist, sich über Promis zu echauffieren, sagt jemand, der mit der Abwehr von Shitstorms sein Geld verdient. Ein ordentlicher Shitstorm braucht auf jeden Fall eine ordentliche emotionale Komponente. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen muss er natürlich so allgemeingültig sein, also das Thema muss so allgemeingültig sein, dass alle mitreden können. Also mit Fachthemen können Sie letztendlich keinen Shitstorm auslösen. Alle müssen was zu meckern haben. Bei Fußballthemen ein leichtes. Die verordneten Maßstäbe der Modeindustrie ebenfalls ein Aufreger. Und manch Großkonzern muss sich dank des Netzes auf einmal für die Firmenpolitik rechtfertigen. Wir sind halt ganz viele und wir schaffen dadurch sowas wie eine Verkehrung der Machtverhältnisse im Sinne, dass die Allgemeinheit es schafft, das System außer Kraft zu setzen. Das ist natürlich das, was sich die Menschen da auch wünschen und das ist auch die Motivation dahinter, neben der Tatsache einfach mal richtig Dampf ablassen zu können und dafür eben auch nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dampf abgelassen wurde in den letzten Wochen auch an einer 21-jährigen Studentin aus Bremen. Bei einem Poetry Slam, Poesiewettbewerb, hatte Julia Engelmann erst einen Hörsaal in Bielefeld begeistert. Später schaffte sie mit ihrem Versuch, einen Zeitgeist der Anfang 20-Jährigen zu beschreiben, Millionen YouTube-Klicks. Ich bin der Meister der Streiche, wenn es um Selbstbetrug geht. Bin ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben stehe. Bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf keinsten was reißen lassen. Doch als jemand entdeckte, dass Engelmann mal in einer TV-Seifenoper mitgespielt hatte, hieß es, die ist nicht echt. Shitstorm wegen Betrugs? Vielleicht auch nur, weil es sich im Netz so leicht hassen lässt, wir dort den niederen Trieben nachgeben können. Wir sind ja soziale Wesen als Menschen. Wir sind in eine Kultur hineingeboren und haben die auch gelernt. Und man hat Höflichkeitsformen, man grüßt Menschen und so weiter. Das ist alles sozusagen im Repertoire drin. Und wenn man anonym im Internet irgendwelche Aktionen startet, dann fällt das offensichtlich alle weg bei vielen Leuten. Oder es besteht, dass es wegfällt. Und dann kann mit einer urtümlichen Wut reagiert werden oder etwas abreagiert werden. Aber dass da reale Menschen mit gemeint sind, das scheint gar nicht mehr im Blick zu sein. Und das halte ich dann für eine Zunahme eigentlich der Barbarei. Ich zweifle alles an, ich wäre gerne klug, allein das ist ziemlich dämlich. Warum also dieses Grunzen im Netz? Wieso geben sich Menschen alle Mühe, ihre Ablehnung möglichst laut und unflätig herauszuschreiben? Ist es die Lust an der verbalen Vernichtung, die Wiederkehr des Prinzips des mittelalterlichen Prangers unter digitalen Vorzeichen? Dann sagt die Leute, oh, guck mal da, ist ja lächerlich. Das war sehr unangenehm, ja? Das war aber 2 Stunden lang auf dem Bonner Marktplatz. Heutzutage passiert das nicht an einem Ort, sondern überall im Internet. Das ist überall und für immer. Das heißt, die Inhumanität kann da erheblich größer sein als das, was wir da im Mittelalter erlebt haben. Ein Konzern kann sich sicher anders aus der Affäre ziehen als Privatleute. Auch die kann man kritisieren. Aber vielleicht hilft es ja, mal kurz nachzudenken, ob man seinen Dampf nicht auch irgendwie anders ablassen kann als am digitalen Pranger. Danke.